Gibt es UFOs oder gibt es keine, ist das hier der ultimative UFO-Beweis. 32 Jahre war dieser Schnappschuss aus der schottischen Ortschaft Kelvin streng geheim. Wir sehen ein seltsames Flugobjekt, die ikonische Diamantform, etwa weiter abseits ein Harrier-Kampfjet der Royal Air Force, aufgenommen von zwei Köchen in den schottischen Highlands. Eigentlich sollte dieses Bild bis 2076 in den Geheimakten des britischen Verteidigungsministeriums vergraben bleiben. Jetzt ist das Bild aber an die Öffentlichkeit geraten. UFO oder Spinnerei, das ist die große Frage. Und das fragen wir unseren Experten Matthias Bieder. Schön, dass du da bist. Hallo Valentina, ja, freut mich. Vielen Dank. Ja, wie viel Wert dürfen wir jetzt diesem Bild zuordnen? Naja, es ist ja schon so, wie du gesagt hast, das Bild sollte tatsächlich geheim gehalten werden. Zwei Köche hatten das damals in den britischen Highlands beim Ausflug fotografiert und wollten es eigentlich an eine Lokalzeitung geben. Die hat es dann aber tatsächlich an das Verteidigungsministerium weitergegeben und dort ist es in den Geheimakten gelandet. Und es soll tatsächlich im Büro des damaligen Chefs dieses UFO-Büros des britischen Verteidigungsministeriums als riesiges Poster im Büro gehangen haben. Und dieser Nick Pope hat dann tatsächlich immer wieder auch gesagt, nachdem er seine Funktion aufgegeben hat, es sei das spektakulärste Foto, was jemals ihm zugeschickt worden ist. Und dann ist es so, dass ein britischer Historiker sich auf die Suche begeben hat und einen ehemaligen Presseoffizier ausfindig gemacht hat, der damals diese Fotos in die Hände bekommen hat. Und der hat tatsächlich einen Abzug behalten. Und so ist der Abzug jetzt in die Öffentlichkeit gelangt. Es ist ja nicht das erste Mal, dass ein unheimliches oder geheimes Flugobjekt oder Fotos oder Bilder, Schnappschüsse davon auftauchen. Diese typische Form ebenso nicht. Warum ist es diesmal klarer als bei den anderen Malen? Naja, also ich glaube, der Hintergrund ist, oder es ist, wovon man ausgehen kann, ist, dass es sich tatsächlich um ein echtes Objekt handelt, was fotografiert worden ist und was auch, das Foto ist auch untersucht worden von Experten einer Universität, an der dieser Historiker arbeitet. Also es ist jetzt keine Fälschung oder kein Gag, den sich irgendwelche Leute erlaubt haben. Und außerdem ist es tatsächlich so, dass diese Form immer wieder auftaucht bei unbekannten Flugobjekten, die immer wieder von Menschen beobachtet werden. Also diese diamantene Form ist eine immer wiederkehrende Form. Das gibt auch Videos davon aus Kolumbien und aus Mexiko. Und wie gesagt, es spricht sehr viel dafür, dass das tatsächlich ein Objekt gewesen ist, was die beiden Männer fotografiert haben, wo sich offenbar niemand erklären kann, was dahinter steckt. Wir müssen aber nur ganz kurz klarstellen, wir diskutieren hier nicht über Außerirdische oder Aliens. Ich würde sagen, wir diskutieren auch darüber. Also UFO heißt ja immer unbekanntes Flugobjekt. Und das wird schon seit Jahrzehnten von Regierungen untersucht und taucht auch seit Jahrhunderten immer wieder in der Menschheitsgeschichte auf oder seit Jahrtausenden und niemand kann sich halt erklären, was dahinter steckt. Es gibt jetzt im US-Senat gab es große Anhörungen, es gibt Untersuchungsbüros, Kommissionen in aller Herren Ländern, in den USA, in Frankreich, in Südamerika, die dieses Phänomen untersuchen. Was wirklich dahinter steckt, kann niemand sagen. Es gibt Menschen, die sagen, möglicherweise sind es Außerirdische, die uns besuchen. Es gibt Menschen, die sagen, das sind vielleicht Besucher aus einer anderen Dimension. Vielleicht handelt es sich auch in vielen Fällen tatsächlich um geheime Militärtechnik, die getestet wird. Das weiß niemand, aber Fakt ist, UFOs scheinen zu existieren, wie wir an diesem Foto sehen.